Mit 1:7 kam EC Red Bull Salzburg gegen die Capitals vor gut 3 Wochen in Wien unter die Räder. Heute bläst der Meister zum Angriff in der Eis Arena Salzburg vor 3000 Besuchern. Hinein in diesen Kracher, die Bullen zu Beginn, bedingt auch durch viele Überzahlspiele überlegen. Daniel Welser mit der ersten guten Gelegenheit in diesem Spiel, das Ganze noch 5 Minuten. Jürgen Penker mit einem guten Reflex. Die Capitals zuletzt mit einem 4:1 gegen Linz, finden aber zunehmend besser in dieses Spiel hinein. Kevin Kraxen über die linke Seite, versucht es aus Spitzenwinkel, scheitert an Divis, der wenig später mit Verdacht auf Sprunggelenksverletzung verletzt ausscheidet. Artyom Konovalov feiert sein Saisondebüt. In der 15. Minute verlieren aber auch die Gäste einen wichtigen Mann. François Bouchard muss noch im ersten Drittel verletzt passen. Mit 0:0 geht es damit auch in die Pause ein. Spiel mit hohem Tempo, aber noch ohne Toren. Hinein in den Mittelabschnitt. Spielverlauf weiterhin offen. Und dann die Möglichkeit plötzlich für Stephen Regier. Hier in der 25. Minute. Wieder ist es Jürgen Penker mit einem guten Reflex. Die Partie mittlerweile auf sehr hohem Niveau. Marcel Rottmann bedient Bruder David und der scheitert am starken Konovalov. Mitte zweites Drittel, Salzburg jetzt bemüht hier den Knoten zu lösen und dann ergibt sich für Marco Pival die Chance 1:0 in der 29. Minute. 5. Saisontor für Marco Pival, nachdem hier die gesamte Caps-Abwehr geschlafen hat. Und die Bullen bekommen eine Minute vor Drittelende sogar die Gelegenheit, ihre Führung auszubauen. Daniel Welser mit der hochkarätigen Möglichkeit und in dieser Szene bekommt Grateau einen Schlag ab und revanchiert sich dann an Matthias Tratnik in Manier vom Prügelknaben. Hier die beiden, logische Konsequenz, 5 plus Spieldauer damit, die beiden Stürmer vorzeitig unter der Dusche. Aber die Capitals kämpfen sich im letzten Drittel zurück. Gespielt 47 Minuten und der Ausgleich durch Philipp Pinter mit seinem 5. Saisontor, somit trifft der 25-Jährige gegen seinen Ex-Feind nach Assist von Raphael Rotter. Wendepunkt, Fragezeichen, weit gefehlt. 23 Sekunden später, die erneute Führung durch Stephen Regier in der 47. Minute nach Assist von Ryan Duncan. Die postwendende Antwort der Salzburger. Und dieses Tor bricht den Capitals sprichwörtlich das Genick. Wieder Salzburg, das Ganze in der 53. Minute. Marco Pewal und in weiterer Folge Manuel Latusa. Der bewahrt hier die Übersicht, sieht Douglas Lynch und plötzlich steht es 3:1. 7 Minuten vor Spielende, das 28. Ligator für Doug Lynch im Bullendress. Somit die Partie für Salzburg wohl entschieden. Das 4:1 sogar noch durch Marco Pewal schnürt hier somit seinen Doppelpack nach Assist von Manuel Latusa. Der letzte Aufreger gehört dann noch den Gästen aus Wien. Martin Ullmann mit dem 2:4 nach Assist von Marcel Rothmann. Am Ende steht es aber 4:2 für die Bullenrevanche, somit geglückt. Und für die Capitals ist es die bereits 5. Auswärtspleite in dieser Saison. Mussten wir ein bisschen böse sein und sie wollen auch gewinnen. Sie haben eine gute Mannschaft, aber wie viele Mannschaften in Österreich, sie spielen nicht mit den neuen Regeln. Es ist viel Druck zum Schiedsrichter. In Wilak, es war unglaublich Druck zum Schiedsrichter. Heute haben auch so viele Strafen. Es könnten 32 Strafen. Es ist Angst für Schiedsrichter. Aber das Problem ist nicht Schiedsrichter, es ist Spieler und vielleicht Trainer. Ja, ich denke, beide Mannschaft hat sehr hart gekämpft. Beide Torwart war hervorragend am Anfang. Hier zu gewinnen ist immer schwer und wir haben eigentlich ein paar 100% Chancen verpasst. Kovalonov hat auch sehr gut gespielt, die Junge. So am Ende, es war ein harter Kampf und Salzburg ein bisschen Tick besser.